Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 29. Episode dieses Empyrean Let's Plays in der 6. Staffel. So, dann schalten wir mit F6 mal wieder das GUI ein und ich sehe, ich habe ein klein wenig Hunger. Ja, die Sachen, die ich in der letzten Episode gesammelt habe, beziehungsweise gefunden habe, habe ich alle schön einsortiert. Die Kisten sind doch alle wunderbar sich am Füllen. Ja, sieht gut aus. Ja, und ich habe in der Tasche ein kleines Raumschiff, was ich spawnen will. Und zwar ist das, ja, einfach ein Schiff, was ich angefangen habe zu bauen, kurz bevor 6.0 an Start kam. Und ja, ist sehr rudimentär. Ja, worauf ich aber jetzt erstmal hin wollte, ist, und zwar, ey Leute, ich habe hier mit der Logik ein bisschen rumgespielt. Und zwar habe ich jetzt zum Beispiel hier einen Helm auf. Stimmt, Omikron. Drin in der Bude habe ich meinen Helm abgenommen. Und ihr seht, irgendwas tut sich da. Die Lampe geht an, die Lampe geht aus. Was hat er da gemacht? Ist das Magie? Ist das Zauberei? Nein, es ist Logik. Das sind die neuen Logikschaltungen hier in Empyrean. Da oben hängt ein Bewegungsmelder und hier hängt eine Lampe. Und die kann man miteinander verknüpfen. Und zwar schaue ich mal den Bewegungsmelder an. Achso, wo er einen Bewegungsmelder herkriegt. Ich habe natürlich keinen dabei. Habe ich hier noch irgendwo hin rumliegen. Zufällig habe ich hier noch 4 Stück rumliegen. Die nehmen wir uns einfach. Wir können uns ja eine andere Ecke hier nehmen. Sind ja überall Lampen. Oh, guck mal, da hat er auch gebaut. Irgendwas ist da neu. Kommen wir noch zu. Gut, hier ist eine Lampe. Na, hier kommt kaum einer hoch, aber egal. Wir bauen jetzt einen Bewegungsmelder. Und zwar rechte Maustaste. Und wir haben hier mehrere zur Auswahl. Guck mal hier. Einmal einen Schalter, einen Bewegungsmelder, eine Lichtschranke. Eine Falltüre für den einmaligen Gebrauch, für den mehrmaligen Gebrauch und eine Auslöseplatte. Gut, ja, das werden wir uns alle mal irgendwie irgendwann vornehmen und ich würde sagen, wir fangen mit dem Bewegungsmelder an. Gut, den haben wir gesetzt, wählen wir einen anderen aus. Wir gucken auf den Bewegungsmelder und drücken P. Gehen wir auf die Geräte und hat genau den Bewegungsmelder, den wir jetzt eben installiert haben, hat er jetzt da irgendwie an der Wand gebappt. So, muss ich sagen, gucken. Wir gehen auf Signallogik, Bewegungsmelder. Guck mal, und wenn ich, jetzt habe ich den hier angeklickt und jetzt muss ich hier einen Namen eingeben oder sollte ich machen. Und zwar, wie das Signal heißen soll, was dieser Bewegungsmelder abgibt. Und da das mein zweiter Bewegungsmelder ist, kürze ich mal mir schmeidig ab und nenne das einfach BM2. So heißt das jetzt. Ich habe hier den anderen, den ihr eben gesehen habt und der, oh, guck mal, da habe ich schon wieder einen Syntaxfehler eingebaut. Dann sollte man sich doch auch was überlegen und auch einbehalten. Okay, gut, das Signal, was jetzt hier aus dem Ding rauskommt, heißt BM02. Und das sieht folgendermaßen aus. Dieser Bewegungsmelder, der hat einen Bereich um sich herum. Und wenn ich in den Bereich reinkomme, dann werde ich erfasst. Dann macht es auch mal diese Tüdüt. Hört ihr das? Das ist immer, wenn ich den Bereich betrete und verlasse, dann wird das Ding ausgelöst. Und in dem Moment, wo ich in dem Bereich von dem Ding drinne bin, strahlt das Ding ein Signal aus. Und dieses Signal ist ausreichend genug, um beispielsweise eine Lampe zu betreiben. Die gucken wir mal an, drücken P und sagen ihm, das ist jetzt hier die Lampe, die wir uns hier vor uns sehen. Wir hätten gerne BM02 und den Follow-Befehl. Also hier gibt es 5 verschiedene Einstellungen. Ja, was mit dieser Follow-Geschichte hatte ich bis jetzt den am meisten Erfolg. Ich habe auch kein Wiki, nichts gefunden, habe aber auch nicht besonders doll gesucht. Ich habe hier mehr rumprobiert, macht ja viel mehr Laune. Dann kicken wir mal, was passiert. Passiert irgendwas? Ja, kick mal, nicht steht an. Tolle Ding. Gut, nun finde ich das vielleicht nicht toll, dass das erst hier angeht. Vielleicht will ich ja, dass das hier schon angeht. Ich glaube, da müssen wir den Bewegungsmelder anschielen. Wir drücken wieder P, Bewegungsmelder, und das war jetzt hier, glaube ich, bei Geräte. Kriegt man hier mal einen Haufen Schieberegler. Und das gibt das auch interaktiv in irgendeiner Art und Weise, aber ey, haltet mich für bekloppt. Ich habe das nicht gerafft mit diesen 4, 5, 6 und 2, 8, was da unten angedeutet ist. Aber ihr seht das hier. Das ist der Bereich, wenn da irgendjemand reinläuft, geht diese Lampe an. Ich probiere es mal nochmal. So, vergrößern, linkere Steuerungstaste und Plus Nummernblock. Mit Plus Nummernblock meinen die jetzt 8, 5, 4, 2. Damit sind die verschiedenen Achsen gemeint. Weil eine Achse können wir nicht bestimmen und das ist die Achse bzw. der Bereich hinter dem Bewegungsmelder natürlich. Also da, wo das Ding an der Wand gebappt ist.
Verkleinern. Nee, wir möchten vergrößern und zwar hier in den Raum hinein. Das heißt, ich halte linke Steuerung gedrückt und suche mir die Taste aus. Was könnte das sein? Die 5? Die 5 ist sie, guck mal. Ja, jetzt will ich, dass es nach unten geht und nehme mir die 2. Und ja, perfekt. Was ist denn hier los? Meteoriten? War das angemeldet? Leute, ihr müsstet Drehbuch lesen. Ihr könnt ja nicht einfach irgendwas machen. Gut, Escape gedrückt, wieder raus und tada! Jetzt sieht das Licht von hier an. Nice, oder? Und ich denke, ebenso ähnlich wird das auch mit Schaltern funktionieren. Können wir hier auch mal machen. Wir können ja mal einfach als versuchsweise, zack, Schalter. Okay, cool, Schalter. Wir packen das mal wieder weg, gucken rauf, drücken P und sagen Schalter, Signallogik und sollen hier einen Signalnamen eingeben. Und da zeigt er jetzt noch den alten an, von dem davor. Das ist aber auch verwirrend, das ist aber auch doof. Leer müsste es nämlich sein, so meine ich es. So, und S01, Signal vom Schalter 01. So denke ich mir das gerade. Gehen wir mal hier hin, gucken diese Lampe scharf an. So, und du sollst was machen, wenn du Saft von S01 kriegst. So, Follow. Was wird Follow bringen? So. Klick, klick. Ding geht an. Bleibt an. Weil der Schalter ja wohl einrastet. Das ist ja kein Taster, das ist ja ein Hebel sozusagen. So, und ich nehme mal an, wenn ich den mache, zack, geht's wieder aus. So einfach ist das. Cool, funktioniert. Was haben wir noch? Wir könnten ja beispielsweise hier noch einen Schalter hinmachen. Und wir könnten mal eine kleine Verknüpfung irgendwie ins Leben rufen, oder? Pass auf, wir gucken uns mal den Schalter an und nennen hier das Signal folgerichtig S02 und sagen Add Circuit. Also ein Schaltkreis soll er irgendwie. Und zwar ja diesen, den ich hier markiert habe. Zufälligerweise ein Und-Gatter sozusagen, eine Und-Verknüpfung. Und hier passiert Folgendes, soweit ich weiß. Wenn an beiden Eingängen, das sind die Eingänge hier, das ist der Ausgang, wenn an beiden Eingängen das gleiche Signal liegt, dann geht hier ein Licht an, dann sollte das leuchten. Mit anderen Worten, wenn beide Schalter, wir werden hier beide Schalter auflegen, und zwar S01 und S02, dann entsteht hier, gib doch mal vor, Signal 01. Behalte ich jetzt einfach mal so. So, dann rennen wir mal zurück. Und sagen ihm, also das ist jetzt das Licht, das ausgewählt, dass er sein Signal jetzt von hier kriegen soll. So, wir behalten das im Auge. Eisern. So, was wird passieren? Schalter 1. Nichts. Ja, nicht. Machen wir aus. Machen wir den. Auch ja, nicht. So, jetzt, wenn der Plan hinhaut, geht das an. Ja, seht ihr? So. So einfach ist das. Ja, und wenn man nun beispielsweise eine Treppenhausschaltung bauen will, da nützt ja sowas nicht, wenn, was weiß ich, dieser Schalter 5 Meter auseinander in so einem langen Flur entfernt sind, will man ja nicht beide Schalttaster, beziehungsweise beide Schalter immer anmachen. So, die kaputte Treppenschaltung, so nennt man das, glaube ich, in der Elektrik. Wir gucken auf die Lampe. Und da nimmt man, soweit ich weiß, die Jungs hier. Also wir schmeißen den mal einfach weg. Nehmen uns diesen hier. Na, er dreht durch, also die Lampe, die wir jetzt angucken. Nehmen wir das erstmal raus, legen hier wieder Schalter 1 und Schalter 2, beziehungsweise die Signale von den Schaltern rauf. Und das heißt jetzt Signal 002, das kommt uns ans Gelegen, denn wir können es hier auswählen und alles wird hoffentlich gut. So, diese Gatter, diese Logikschaltung sollte nun dafür sorgen, dass nun egal auf welchem Kanal ein Signal stattfindet, das Ding nach vorne angeht. Geht an, perfekt. Geht auch an, perfekt. Und was ist jetzt, wenn ich den und den anmache, hat er auf beiden ja Saft, also funktioniert das auch. Ja. Finde ich. Also habe ich mit den Schaltern habe ich jetzt auch das allererste Mal jetzt hier mit der Treppenhausschaltung, das habe ich mir auch gerade eben ausgedacht. Mit dem Bewegungsmelder habe ich hier 5 Minuten vor der Aufnahme schon ein bisschen rumgespielt. Ja, funktioniert doch aber von der Sache her
Prächtig. Hier mit den Falltüren, das können wir uns nochmal, wir können ja schon mal vorgucken, was könnte hier eine Falltür sein? Pass auf. Einmalig. Oh. Ist das Tatsache eine Tür, die fällt oder was? Gucken wir mal, was kann die denn? Falltür. Wir gehen auf Geräte. Falltür einmal, ja, ihr braucht. Nix. Signallogik. Man kann nichts eintragen. Strange. Ja, komisch, warum das nicht. Ja. Bin ich offen für Tipps oder ist das jetzt. Moment, was Neues, indem ich hier einfach. Nehmen wir mal eine Klamotte. Ist jetzt einfach ein Joke, beispielsweise. So. Weil ich ja faul bin und Space nicht drücken will für meine Jetpack-Taste, baue ich noch einen Aufgang hin. So, und jetzt. Ah, okay. Falltür. Voll logisch. Deswegen gehört es auch zu den logischen Bauteilen. So, und das war der einmalige Gebrauch. Das heißt, das Ding ist jetzt für immer weg? Jo. So fand ich das mal nur Ressourcen. No, dann möchte ich aber die mehrfache. Einmal zu viel. Toll. Stehen wir hier wieder 5 Minuten, weil wir haben ja noch das T1-Teil. Wir sind ja noch arm. Wir sind ja noch kleinlevelig. So, jetzt haben wir wieder 2 Blöcke. Da sind sie nämlich. Schmeißen die mal hier rein. Falltür, mehrmaliger Gebrauch. Ist das jetzt, welcher Zustand ist denn das? Der eingeklappte, wenn das Ding einklappt? Ich weiß es nicht. So, und mit Page abhängig das Ding. What? Mal sehen, Vorschlag. Was passiert denn jetzt? Das ist ja blöd, das ist ja doof. Okay, cool. Da ist jetzt. Tolle Ding. Muss schon sagen. Mehrmaliger Gebrauch. Das heißt, das Ding ist jetzt im irrigierten Zustand. Das heißt, das Ding ist jetzt ausgeklappt und war vorher. Bullshit. Braucht kein Mensch. Ja. So viel zu Dalo forscht. Ja, mit dem Signalzeug kann man sicherlich noch schöne Sachen machen, weil anstelle von einer Lampe kann natürlich auch irgendeine ausfahrbare Rampe oder so da sein. Eine Tür. Die Türen sollen noch ein bisschen verbuggt sein, habe ich irgendwie gehört. Ja. Einfach rumspielen. Da werden wir uns schon schöne Sachen ausdenken. Okay, was haben wir sonst noch geplant? Ja, ich habe gesagt, ich habe ein Schiff in der Tasche. Was ich befürchte, dass diese Landeplattform, obwohl sie einigermaßen groß aussieht, ein bisschen zu klein sein wird. Um das Ding hier zu platzieren. Na, geht jetzt die Sonne wieder runter? Was soll denn das jetzt? Das ist ja voll doof. So, da wir ja mal ein bisschen Abstand haben, wenn wir das Ding platzieren, werde ich hier einfach mal so ein Brett ranbauen und mich da aufstellen. Achso, ist der Schatten, der hier verschwindet. Ja, das ist ja wieder voll geil geplant. Egal, so, wir nehmen das. Teil sagen erzeugen und passt nicht. Na, come on. Spielverderber. Was ist denn jetzt los? Wo bist du denn jetzt? Kann ich das hier nicht irgendwie vorne auf die Kante stellen? Da kann doch nicht immer alles im Weg sein. Hallo? Nee, will er nicht. Tolle Wurst. Geht gar nicht. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ist das irgendwie. Also warum erlaubt er mir ein Ding zu bauen, wenn ich es nicht setzen kann? Ich meine, ich kann mit dem Ding auch schnell, also hier mit meinem kleinen Floh in den Orbit und das Ding oben irgendwo im freien Raum erstmal hinstellen, wenn er hier nur ein paar tun nicht will. Da! Bumm, dann stellen wir die erstmal auf die Halde, auf die Weide. Ja, was soll ich sagen? Das Ding hat auch noch einige konzeptionelle
Fehler, da bin ich mir auch voll bewusst. Ich habe beispielsweise jetzt hier unten wirklich auch keine Tür drin. Also ich komme auch nur ja, oben irgendwie auf das Ding rauf oder rein. Was das ist halt, wie ihr sagt, das ist Prototyp, Konzeptentwurf. Ich wollte mir einfach mal so eine große Wanne bauen. Das geht so vielleicht vom Optischen her in Richtung kleiner Flugzeugträger. Ey, und wir haben jetzt Kaffee. Kick mal hier. Kannst du hier klopfen jetzt, wie du willst, du dummes Herz. Ja, da unten liegt noch eine Tür. Ah, komm ich hier runter? Das wäre ja intelligent. Jo. Toll. Oh, Ding wieder zu. Da kann ich auch so rausfallen. Ja, und hier drin ist auch, hatte ich ja so mehr oder weniger schon angekündigt, eigentlich auch noch nichts so richtig getan. Ich habe hier so das, was man am Anfang so ein bisschen braucht. Kleiner Generator. Ich glaube, in jede Richtung sind ja, 0,5 Düsen so von der Sache her. Einfach um oben mich im Raum, ich habe es im Orbit gebaut, einfach wieder in Sonnenrichtung drehen zu können. Ja, wir gehen mal hier an die Dinger ran. Schmeißen hier ein bisschen davon rein. Katsching, Licht geht an. Ja, schon mal ein bisschen Raum haben wir. Also Luft, siehst du, Luft habe ich ja nicht hier drin. Naja, hier baut ich so einen Gottmord sozusagen. Hier hinten ist das Kernchen. Ein paar Düsen, die komisch rascheln. Muss ja nicht sein. Bisschen RCS oben auf der Galerie. Ansonsten gibt es hier wirklich noch nicht viel zu sehen. Das ist, wie gesagt, einfach erstmal so eine Idee, die ich so ein bisschen umgesetzt habe. Ja, damit ich ein bisschen autark bin, habe ich hier vorne auch ein bisschen Gärten drin. Und das war also entworfen und gebaut habe ich das Schiff, als es noch hieß, dass ja, unten was unbedingt drunter sein muss. Deswegen habe ich unten noch so halbe kleine Kacheln runtergesetzt. Also, ja, kann ich jetzt hier nicht bauen, aber ich kann sie zeigen. Hier, die Dinger. Praktisch noch einmal unten drunter, so dass die, ja, dass die einmal praktisch nach rechts gedreht ist, dass die Fläche oben ist, also praktisch diese Fläche. Ja, einfach zum Schutz und damit die Pflanzen halt auch eine gewisse Nestwärme verspüren. Ja, das da oben, das ist wahrscheinlich noch irgendeine Markierung, als ich hier rumgebaut habe. Ja, gehen wir mal hoch in den Brückenbereich. Boah, da müssen wir schön kämpfen hier noch. Schräglage. Aber ist besser geworden, oder? Früher sind wir doch ja, also bei so einer Neigung sind wir doch früher nicht hochgekommen, so eine Treppe, oder? Egal. Ja, hier sitze ich. So dachte ich mir das. Ich gucke in diese Richtung. Freue mich dann. Hier hinten dieser Käfig, das ist einfach, ich sag mal, das Treppenhaus ein bisschen eingepackt. Die Dinger solltet ihr auch erkennen. Ihr habt da bestimmt auch schon mal gesehen. Hier ein bisschen Düse, was dann nach unten drücken wird. Ja, und irgendwann hatte ich auch gedacht, ich baue hier so einfach eine kleine Treppe nach oben raus. Und das ging hier auch weiter nach oben, aber das muss ja jetzt alle dicht sein. Das muss ja airtight sein hier wegen Luftgeschichte. Ey, ich komme hier nicht durch. Was ist das? Ich komme hier nicht hoch, weil diese... Nee, weil ich Schräglage habe. Weil ich glaube, normalerweise kam ich doch nicht durch. Pass mal auf, wir können das Ding ja umsetzen. Ich kann es ja so halb auf meine Parkplattform da ein bisschen aufstellen. Kannst ja mal probieren. Wenn das Ding überhaupt hochgeht, ich meine, wenn wir hier kaum Druck. Ja, gut, dass man gar nichts sieht. Also ich sehe da die vier Türme meiner Beschießung sozusagen. Oh ja, Auftrieb müssen wir. Oh, und RCS, also da fehlt es aber noch an allen Enden. Vollgas! Voller Schub nach vorne. Okay, wir müssen erstmal irgendwie aufsteigen. Irgendwas passiert. Seht ihr das? Kick mal. So, und jetzt hier mit noch ein bisschen Gas nach vorne. Ich glaube, das schafft der kleine Generator wahrscheinlich auch nicht. Okay. Achtung! Stein fällt. Wir fliegen halb auf dem Berg oder so. Irgendwie. Ah, uncool. Hör mal auf. Ja, voll günstig, das nachts zu machen. Voll die Empfehlung des Hauses, Leute. Und am besten dabei noch aufnehmen und dussig quatschen. So, ich glaube, ich lasse das Ding hier einfach stehen. Ich weiß nicht, was ich getroffen habe. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wir sind ein bisschen gerade jetzt irgendwie. Und warum ist denn hier Strom aus? Ich habe doch... Habe ich Strom ausgemacht? Ja, ich habe Strom ausgemacht. Dann geht die Tür wieder zu. Ja, Bewegungsmelder, aber volles Programm. Ja, das hier ist so dieses Hauptdeck. Ich habe keinen Hangar, also auch mit einem Hoover hier oben raufzukommen, ist konzeptionell nicht vorgesehen eigentlich. Aber ich glaube, vom Hoover habe ich auch so ein bisschen die Schnauze voll.
Ja, einfach erstmal eine große Fläche mit irgendeiner so komischen Begrenzung hier. Irgendwie das so ein Aufbauten, ob die bleiben. Man spielt halt so ein bisschen mit den Formen rum. Ja, im Grunde genommen so ein Mini-Flugzeugträger mit einer kleinen Laubenpieperhütte drauf so. Könnte man sagen, stehe ich auf meiner Plattform? Ja, kick mal, ich stehe irgendwie auf meiner Plattform. Irgendwie habe ich doch getroffen. Na gut, dann sagen wir mal so, das war ein Vor-Cookie, voll der Cliffhanger. In der nächsten Episode schauen wir uns das ganze Ding mal bei Licht an. Und werden, ja, eventuell einräumen. Na, Luft muss in das Ding noch rein. Na, es gibt noch zu tun. Wir haben noch eine ganz schöne Checkliste, die wir abhaken können. Gut, machen wir Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ups, jetzt wollte ich eigentlich hier auf die andere Seite. Hier hin. Ah, ich kenne mich auf meinem Schiff noch nicht so aus. Ich habe es ja nur gebaut. Komme ich hier raus? Ich komme hier raus. Wenn alles schön gerade ist, dann komme ich hier raus. Gut, machen wir Feierabend. Bis dann.